Erinnerung an Ying Lan. Nach vielen Jahren der Trennung trafen wir uns erneut. Im Nieselregen hielten wir vom Pavillon nach dem alten Kloster Ausschau und legten erhabene Gelübde ab, viele weitere Kalpas zu durchschreiten, um Zeuge zu sein, wie die Damar-Wolken alle drei Daseinssphären durchdringen. Wenn wir uns im Yingling wieder treffen, schmückt ein Blumenmeer den Deich des Qinghai-Flusses. Bei Anlanden fragt sich, wozu zwischen hier und dort zu trennen sei. Besser wäre es, im Hier und Jetzt der Bodhi-Erleuchtung gewahr zu sein. Wir tun alles für die Zeit des Beisammenseins.